Europas beste Cash Game Cracks treffen sich mit neuen Stars zu einem der spannendsten Spiele des Jahres. Am Tisch sitzen erfahrene Pros und Online-Spezialisten, unter anderem der Gewinner der Irish Open 2008 und der Champion der 2008 World Series of Poker. Viel steht auf dem Spiel. Die Teilnehmer riskieren nicht nur ihren Ruf, sondern auch ihr eigenes Geld in diesem No-Limit-Spiel. Für den Platz am Tisch muss jeder mindestens 10.000 Euro hinblättern. Hier geht es darum, möglichst viel Geld rauszuschlagen. Wer verliert, kann sich Geld beschaffen und neu einsteigen und versuchen, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen. Bisher haben diese Spiele auf jeden Fall gezeigt, dass sie Lust haben zu spielen. Sie machen große Einsätze, kreative Bluffs und gamblen. Und keiner zeigt Nerven. Von den Teilnehmern hat der junge Eric Liu und der Veteran Christoph Haller bisher ganz gut abgeschnitten. Sie liegen in Führung. Während der Finne Riku Virjasari über 5.000 Euro nach unten gerutscht ist und noch sehr viel Arbeit zu leisten hat. Auf Platz 1 haben wir Albert Iversen. Dreimal holte er sich Geldprämien, er war bei der World Series 2008 dabei und unlängst bei der EPT in Budapest landete er auf Platz 4. Neben Iversen auf Platz 2 haben wir die Sensation aus Dänemark, Peter Eastgate. Der Main Event Champion der 2008 World Series sahnte 9,2 Millionen Dollar ab. Mit 22 war er der jüngste Gewinner aller Zeiten. Auf Platz 3 der einzige Nicht-Europäer, Eric Liu aus den USA. Bei der EPT 2008 in London landete der High-Limit-Online-Spezialist auf Platz 4. Letztes Jahr gewann er insgesamt über 560.000 Dollar. Weiter geht's mit Neil Channing aus England, der Irish Open Champion 2008. In Las Vegas holte er sich bei der World Series 7-mal Geldprämien. Auf Platz 5 Christoph Haller. Früher spielte er Backgammon, Schach, Blackjack. Heute spielt er alle Poker-Varianten und das mit Erfolg auch bei großen Turnieren. Auf Platz 6 der Engländer Sammy Anytoo George. Er hat am Tisch immer seinen Spaß, egal was passiert. Zwei Karten und er ist dabei. Aus Nordirland mit dabei Andy Black auf Platz 7. Seine Turnierprämien bisher über 4 Millionen Dollar. Sein größter Erfolg war Rang 5 beim Main Event der WSOP 2005. Auf der All-Time Irish Money List steht er ganz oben. Und auf Platz 8 hat Riku Virjasari Platz genommen. Der Finne ist High-Stakes-Online-Spezialist und in aller Welt unterwegs. Hallo und willkommen beim Poker Heaven European Cash Game. Was wir bisher erlebt haben, war fast ein Generationenkonflikt. Also verschiedene Stile prallten aufeinander. Die einen spielen online Cash-Poker, die anderen in Cash-Games. Und was wir bisher gesehen haben, war jede Menge Action. Wir haben hier ein paar absolute Veteranen dabei, Leute wie Christoph Haller, die wirklich schon seit Jahren live spielen. Andy Black war 1995 zum ersten Mal in Las Vegas bei der WSOP. Und gleichzeitig die Online-Spieler, Spieler in ihren 20ern, die noch keine Erfahrung haben und vor allem nicht die Erfahrung haben mit dem Lampenlicht und mit diesen Live-Events. Es ist eigentlich ganz erstaunlich, wie sich Poker weiterentwickelt hat. Diese Spieler hier, die stehen auf einem so hohen Niveau, wahrscheinlich, weil sie so viele Hands online spielen. Absolut. Die Anzahl der Hände, die man live spielen kann, kann mit der online nicht mithalten. Und es ist praktisch die beste Lehrschule der Welt, viel online zu spielen. Deswegen sehen wir heute viel mehr jüngere Spieler, die für ihr Alter schon sehr, sehr erfahren sind. Das war ein kleiner Raise von Peter Eastgate. Andy Black jetzt. Als König. Ja, mit dem Re-Raise und das reicht, um sich diesen Pot zu schnappen. Ja, Andy Black hat ein bisschen was gut gemacht von seinem Anfangs-Stack. Es ist ganz interessant, weil wir sehen den Live-Straddle hier bei den jüngeren Online-Spielern so gut wie nie. Dagegen bei den Pros sehr beliebt. Und das zeigt auch die kontrastreichen Stile hier an diesem Tisch. Ja, Raphael, ist wohl tatsächlich so, dass die online spielen, diese Live-Atmosphäre erst noch richtig kennenlernen müssen. Ja, wir sehen jetzt wieder einen Pot mit Eric Liu und Peter Eastgate. Liu mit der Jack 8, im Bube 8. Eastgate, Queen 10 suited, beide Kreuz.
E-Skate. Versucht es mit einem Bet 300. Aber Liu will mit dem V-Raise das Ass repräsentieren, will täuschen den Gegner, will antäuschen, dass er selber ein Ass hat. Und E-Skate muss jetzt drüber nachdenken. Traut er das dem Gegner zu oder sind bei diesem Spiel zwei Bluffer? Wer wird schneller den Rücktritt antreten? Aber E-Skate geht mit. Mit seinem Halbbluff, denn er hat natürlich noch die Chance, einen Flush zu bekommen, aber die 7 hilft ihm da überhaupt nicht, deswegen muss er checken. Wird Lou nochmal weiter feuern mit seiner Jack 8, die nicht viel wert ist. Er kann natürlich jetzt eine Straight, Up and Down hat er die Chance, 10 oder 5, aber will auch checken, nimmt die freie Karte. Und der Bube macht ihm natürlich jetzt das zweite Paar. Jetzt ist er weit, weit vorne. Die Frage ist jetzt nur, will Eastgate nochmal mit einem großen Bluff was versuchen? Nein, er checkt auch und Lou checkt auch nur. Und Eastgate wird sich jetzt ziemlich ärgern. Denn er lag bis zu dem letzten Bube vorne, wusste es nicht, wie gut seine Hand eigentlich war. Und Eric Lou mit dem Klopf auf die Schulter, fast schon entschuldigend. Denn er weiß, dass er hier großes Glück gehabt hat. Das war nicht perfekt gespielt, aber manchmal helfen einem die Karten. Hier noch ein bisschen was zur Erklärung. Zu Beginn wird ein Spieler als Dealer, auch Button genannt, nominiert. Danach setzen die beiden Spieler zur Linken einen Small und einen Big Blind. Blinds sind Zwangseinsätze, die das Spiel ins Rollen bringen sollen. Der Big Blind ist immer doppelt so hoch wie der Small Blind. Wir beginnen also mit 25 und 50 Euro. Wenn die Blinds gesetzt sind, erhält jeder Spieler zwei Karten. Dann setzt jeder seinen Einsatz. Danach werden drei Karten offen auf den Tisch gelegt. Das nennt man Flop. Das sind Gemeinschaftskarten, die jeder Spieler nutzen kann. Anschließend setzt jeder Spieler nochmal. Danach wird die vierte Karte offen in die Mitte gelegt. Das ist der sogenannte Turn. Nach einer weiteren Einsatzrunde kommt die letzte Gemeinschaftskarte, der River. Dann folgt eine letzte Einsatzrunde und danach sackt der Spieler, der die besten fünf Karten in der Hand hält, das Geld ein. They show the kind of poker you play to the kids, you know? The kids, yeah, it's childish poker, it's baby poker. Yeah. But it gets results, Andy. It gets results. Also kein Straddle, sondern zurück auf ein paar nüchterne 25 bis 50 Euro. Eigentlich seltsam, das zu sagen, Raphael. Ja, haben wir bis jetzt nicht oft gesehen. Meistens war der Straddle immer dabei. Aber trotzdem noch ein großes Spiel. Es ist immer noch einiges drin. Es gab einiges an Straddling. Da wurde viel gegambelt. Andy Black geht mit seiner Dame 9 und die beiden Blinds gehen mit. Ja, jetzt schauen wir mal den Flop und die 9 kommt für Andy Black. Damit hat er jetzt das mittlere Pair getroffen. Auch einen anständigen Kicker, das heißt die Dame noch in der Hinterhand. Das müsste eigentlich reichen, oder? Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ob Sammy George wieder irgendwelche Spirenzchen machen will und sich was einfallen lässt, aber bei ihm kann man nie wissen. Tja, Paar. Ja, ein Paar von Zweiern, aber das ist nicht viel. Guter Bet von George, aber Black kommt wieder zurück. Sehr schnell. Jetzt checkt er nur George. Und Andy Black mit seiner 9 müsste eigentlich kein schlechtes Gefühl haben. Natürlich das Ass, das 10. Sammy George sagt jetzt hier, das ist aber kein großer Bet und zahlt ihn aus und Andy Black zeigt die 9er und nimmt den Pot und Sammy George ärgert sich, dass er mit seinem Pärchen verloren hat, aber ein Pärchen von Zweiern sind natürlich immer sehr anfällig und werden meistens geschlagen. An dieser Stelle ein kleiner Zwischenstand. Wieder in diesem Poker Heaven European Cash Game. Drei Gewinner haben wir. Andy Black, Christoph Haller
Und der Mann, den wir hier im Bild sehen, Eric Liu, er hat die höchsten Gewinne erzielt, liegt knapp unter 5.500 Euro. Raphael, er hat das geschafft, ohne eigentlich große Pots zu erzielen. Ja, das stimmt. Die meisten lagen so bei 2.000, 3.000 Euro. Zeichen des guten Spielers, der auch nicht zu viel riskiert. Natürlich hat er einmal Glück gehabt, als er die Jacks hatte gegen Peter Eastgate. Aber ich bin sehr beeindruckt von dem, was er bis jetzt gezeigt hat. Also online hat er schon ziemlich Geld verdient, dieser Eric Liu. Er hat jetzt gerade erst angefangen, live zu spielen. Ich glaube, von ihm werden wir noch einiges sehen. Ja, ich glaube, in dieser Konstellation würde er gerne noch ein bisschen länger spielen, weil er so viel verdient im Moment. Ja, scheint ziemlich gut drauf zu sein hier. Keine Frage. Albert Iverson, 1150 mit dem Ass 4. Es waren auch drei Live Straddles hier dabei. Sammy George, sehr schnell gecallt. Queen Jack suited. Bube Dame im Karo. Guck dir das an. Straight Flush Draw für Sammy. Offen in beide Richtungen, nach unten und nach oben, und er geht all in. Alle Chips rein, drückt jetzt wirklich aufs Gas und vor allem bringt Iverson wirklich in Bedrängnis. Er muss jetzt die Entscheidung treffen. 9.200 Euro würde es ihn kosten. Er hat das Ass, aber er wird wahrscheinlich auch hier denken, dass er gegen einen Draw spielt. Das ist klassisches Manöver bei einem Draw, den Druck auf den Gegner auszuüben und vielleicht schon mit dem Draw den Pot zu gewinnen. Man sieht den Druck, den er macht. Man spürt es förmlich. Na, Iverson ist in einer sehr undankbaren Position, denn sein Ass ist nicht so stark. Er hat nur die 4. Er sieht die 2 Karos. Und er muss auch fürchten, dass Sammy George Trips hat, dass er vielleicht ein höheres Ass hat. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung hier. Und es würde mich nicht wundern, wenn er seine Hand wegwirft. Nein. Guter Call. Ein fantastischer Call für ihn. Aber er muss jetzt schauen, dass er Glück hat, beziehungsweise kein Pech hat beim Turn und beim River. Denn wir sehen, Sammy George hat wirklich sehr viele Outs hier, kann wirklich die Hand noch mit sehr vielen Karten gewinnen. €21.000. Ja, die 10 bringt nichts. Aber noch sehr, sehr viele Outs für Sammy George. Nein, die 3 bringt ihm keine Hilfe und Iverson holt diesen fantastischen Jackpot mit €21.000 mit Ass 4. Ein heroischer Call. Und er wurde dafür belohnt und Sammy George hatte eine anständige Hand, aber wurde nicht dafür belohnt. Am Ende hatte das Glück nicht. Und Iverson wurde für seinen Mut belohnt hier. Denn mit Ass 4 in dieser Situation mitzugehen, da gehört schon einiges dazu. Aber es hat geklappt. So. Sammy Any Two George verlässt den Tisch und so sieht's aus. Ein erster Zwischenstand. George 12.600 Euro ärmer, aber die anderen, Riku, Neil Channing und Peter Eastgate, haben davon auch nicht profitiert. Andy Black und Christoph Haller schon. Auch Eric Liu, sie sind in den schwarzen Zahlen. Der große Gewinner aber ist Albert Iverson. Immerhin knapp 30.000 Euro liegen auf dem Tisch. Bleiben Sie dran beim Poker Heaven European Cash Game.